Hallo miteinander, herzlich willkommen zum ZFF Daily 2015. Heute aus dem Grand Hotel Dolder, einem wunderschönen Grand Hotel Dolder. Da findet der Zürich Summit statt mit ganz vielen hochinteressanten Filmemachern, Filmschaffenden. Einer von diesen Filmschaffenden ist heute bei mir zu Gast. Ich muss ihn nicht näher vorstellen. Ein grosser, erfolgreicher Regisseur in Hollywood. World War Z war einer von seinen grossen Erfolgsfilmen in letzter Zeit. Marc Forster, herzlich willkommen. Danke. Was für eine Bedeutung hat für dich der Schweizer Filmmarkt? Wie liegt dir der am Herzen, also das zu fördern, auch die Jungen zu fördern? Also, ich liebe die Schweiz, ich bin von da. Und, aber gleichzeitig habe ich noch nie einen Film dort gedreht. Und ich habe nicht sehr viel Kontakt jetzt zum Schweizer Filmmarkt. Aber ich finde es sehr wichtig, dass man einfach trotzdem eine Förderung da ist und die Leute inspiriert, weil wo ich damals, also da halt, wo ich aufgewachsen bin, da, dass es eigentlich sehr wenig gegeben hat. Und die Leute, die gesagt haben, ich will Film machen, mich innen halt belächelt haben und gesagt, ja, träum weiter. Ja. Und von dem her finde ich es natürlich schön, wenn es so etwas geben würde, dass Leute sagen, das fahren und sagen, nein, komm, probier das. Und dass seine Passion ist, dann dem Gang dem doch nach. Was kannst du den jungen Zuschauern mit auf den Weg oder ans Herz legen? Es ist natürlich immer schön, so Geschichten, Erfolgsstories wie dich, von denen zu hören. Es ist immer sehr inspirierend. Es ist natürlich sehr schwierig für die Jungen da draußen, wenn man am Anfang ist und nicht genau weiss, wie fange ich an, wo muss ich her. Was kannst du damit auf den Weg geben? Ja, also ich meine, bei mir war es so, ich habe mich verschiedene Filme schon angeschaut, in Paris, München, London. Dann zum Schluss bin ich in New York gelandet. Aber was halt wichtig ist, Schluss vor allem, und jetzt vergiss Filmschule und alles, dass man sich wirklich als wenn du jetzt ein Teenager bist, so bin ich mir sehr bewusst gewesen, was ich machen wollte. Ja. Dass du wirklich deinen klaren Weg siehst. Ja. Weil es gibt, wenn du dir noch unsicher bist, denkst, ich mache das oder ich mache das, dann wird es nie gehen. Weil es ist so schwierig, wirklich etwas einfach zu manifestieren. Ob das jetzt ein Film ist oder etwas anderes, irgendeine Idee, dass du wirklich alles dort reinsetzen musst. Und weil eigentlich niemand an dich glaubt am Anfang. Und bis du dich bewiesen hast und dann auf einmal jemand sagt, ah, er kann's. Und dann du mehr und mehr Leute hast, die an dich glauben. Und auch wenn du dann noch Erfolg hast, ist es immer noch schwierig, etwas umzusetzen. Das ist immer wieder etwas, glaube ich, als Kreativschaffender, dass du immer wieder Leute begeistern musst vom Neuen. Ja, klar. Und auch wenn du relativ schon viel gemacht hast, ist immer eigentlich wieder so ein Neuanfang. Ja. Und man denkt, es wird besser, aber es ändert sich nie. Was sind deine Hürden gewesen, wenn du zurückdenkst? Was sind die schwierigen Stepping Stones gewesen, die vielleicht aber auch schlussendlich dich gemacht haben zu dem, wo du bist? Also ich meine, ich hab viele schwierige Phasen in New York nach meinem Studium, halt auch wirklich finanzielle Schwierigkeiten, dass ich gedacht habe, dass ich davon nicht leben kann, dass ich meine Miete nicht zahlen konnte, nicht gewusst, wo ich jetzt essen kann den nächsten Monat. Also das ist natürlich eine Problematik gewesen und alle viele Freunde und Familie gesagt haben, du musst einen anderen Job finden. Ich habe gesagt, nein, ich bin Filmemacher. Das wollte ich machen. Und da hat es natürlich schon gewisse Strecken gegeben, die sind sehr schwierig zu kriegen. Und dann, wo ich dann mal Erfolg hatte, dann glauben die Leute mehr an dich. Aber dann gleichzeitig, wenn du Erfolg hast, dann merkst du immer, denkst, ja, jetzt geht es immer so weiter. Und dann auf einmal kommt ein Misserfolg. Und mit dem musst du natürlich auch umgehen können, weil du kannst nicht immer nur Erfolg haben. Und du bist dann mehr halt im Rampenlicht und Leute schauen dich mehr an, was du genau für Arbeit machst und wirst natürlich auch einfach schneller kritisiert. Und mit den ganzen Sachen musst du nicht umgehen können. Ja. Man sagt ja, im Film machen, das Material ist enorm wichtig, also das Drehbuch, die ganze Geschichte. Auf deinem Level fliegt einem da einfach so ein alles zu, man sucht aus, oder muss man da eigentlich wirklich immer noch sourcen und die Geschichten suchen? Wie muss ich das vorstellen? Es ist so beides. Also auf einer Seite, es kommen viele Leute auf dich zu und man liest sehr viel, aber gleichzeitig schaue ich auch sehr viel, also suche ich auch selber. Es ist, weil ich glaube, das ist sehr wichtig und ich schreibe auch selber. Also es ist so eine Kombination, dass man liest und selber kreiert. Wo holst du dir Inspirationen im Privatleben? Schaust du gerne Filme oder liest du gerne Bücher, Musik, Reisen? Ja, alles. Also Reisen. Aber es ist eher auch zum Teil, halt, was mich im Moment interessiert, was auch in der Welt passiert, was ich das Gefühl sind Trends, was ich glaube, mich also, was ich gerne selber sehen würde. Ist am liebsten, okay, was würde ich gerne von Filmen anschauen? Und das so ist eigentlich so der Grundansatz, was ich gerne anschaue und so tut sich dann wieder weiterentwickelt. Gibt es ein spezifisches Genre oder ein Thema oder irgendetwas, was du noch umhältst? Das ist es einfach. Weil ich habe gerne fast jedes Genre und jedes Thema. Also jetzt von Science Fiction über
bis zu Komödie, über Dramen, über Actionfilme. Ja. Und von dem her bin ich, ist es ein bisschen schwierig, dass ich denke, oh, das würde ich jetzt auch noch gerne machen, ja, das würde ich auch noch gerne machen. Ich habe das Gefühl, zu wenig Zeit, zu viele Themen und zu viele Geschichten in dem Sinn. Aber das ist, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist es schwierig, sich dann entscheiden zu können. Klar. Was kann man als nächstes von dir erwarten? Ich habe jetzt gerade einen Film gedreht, der heißt All I See Is You und da bin ich jetzt gerade am Schneiden und der kommt so nächsten Herbst oder raus. Du bist ja auch die TV-Serie jetzt ein bisschen in die Welt eingestiegen. Mhm. Fasziniert dich das auch ein bisschen öfters zu machen oder wie muss ich das vorstellen? Was mich interessiert an TV-Serie ist heutzutage im Film, haben halt viele Leute, die in den Film, einen Film schauen und haben so ihre Erwartungen, wie soll jetzt der Film wie sie wollen, dass der Film endet. Ja. Und das ist so, nennt man in Amerika so in Hollywood so Hero's Journey, dass die so abgeschlossen wird und so einen Abschluss findet. Bei der TV-Serie, was interessant ist, als Geschichtenerzähler, dass natürlich überhaupt nicht abgeschlossen ist, dass umso mehr Fragen du hast am Ende von der ersten Episode, umso besser. Genau. Das ist halt interessant, weil du willst ja, oh, ich will noch mehr wissen über den Charakter oder ich will noch mehr wissen über die Geschichte. Und das von dem her finde ich es vom Geschichtenerzähler her fast noch, also auch noch sehr interessant. Danke vielmals, dass du bei uns im Tag warst. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Schön, bist du am Zürich Summit und alles Gute. Dir auch. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüss.